Mama, gucke mal, so will ich das haben. Fass mal bitte mit an. Ach, nicht schon wieder, Lisa. Seitdem ich meine Ausbildung bei Höffner mache, kann ich das eben viel besser als du. Und Spaß macht's mir auch. Mach auch du dein Hobby zum Beruf. Am schönsten finde ich es, wenn wirklich der Kunde und der Verkäufer mit einem Lächeln aus dem Gespräch gehen. Wenn der Kunde genau das bekommen hat, was er sich vorgestellt hat. Ich bin Lisa Marie und ich bin Azubi im ersten Lehrjahr für Kauffrau im Einzelhandel. Ich bewundere dieses große Unternehmen, was schon seit Jahren so eine Standfestigkeit hat. Die Kunden kommen oftmals mit einer bestimmten Vorstellung, aber auch ganz oft mit, ich weiß noch gar nicht, was ich haben möchte, da ich gerade noch sehr jung bin. Dadurch kann ich ihnen natürlich zeigen, was für unser Alter angemessen ist. Mein Name ist Nathalie, ich bin im zweiten Lehrjahr und bin im Moment in der Wohnzimmerabteilung. Man lernt sehr, sehr viel und der Kundenkontakt ist auch sehr schön. Also man kommt nochmal richtig aus sich raus, man lernt richtig selbstbewusst zu werden. Meine tägliche Arbeit ist es, den Kunden so gut wie möglich über die Ware zu informieren, den Kunden so gut wie möglich weiterzuhelfen, wenn er jetzt Fragen hat, dass ich versuche, alle Fragen zu beantworten und wenn ich vielleicht nicht das Passende für den Kunden finde, noch eine Alternative finde. Also Möbel verkaufen ist definitiv meine Leidenschaft, weil man sehr, sehr viel machen kann, auch Leute glücklich machen kann, die Kunden glücklich machen kann und dann hat man eigentlich immer ein gutes Gefühl dann. Ich bin Sibylle, ich bin im dritten Lehrjahr, ich bin in der Abteilung Wohnen. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt, ich bin selbstbewusster geworden, ich kann jeden beliebigen Kunden in der Ausstellung einfach ansprechen, ohne dass mir irgendwas peinlich ist. Ich habe gelernt, mich selbst zu präsentieren, den Kunden wirklich zu zeigen, ich kann das, ich mache das und ich mache das für sie, ich mache das gerne und ja, meine Persönlichkeit ist daran auf jeden Fall gewachsen. Die Qualität der Ausbildung hat einen sehr hohen Maßstab. Die Auszubildenden haben viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln, ihre Leidenschaft nachzugehen. Mein Name ist Kai, ich bin Abteilungsleiter bei Möbel Höffner für die Abteilungen Bett, Waren, Gardine und Teppiche. Ja, man hat natürlich die personelle Verantwortung, man hat die Verantwortung, dass die Abteilungen super aussehen, man hat natürlich die Verantwortung, dass die Kunden zufrieden sind, das Unternehmen vertreten in diesem Augenblick. Ich finde, eine Ausbildung oder auch ein Job bei Möbel Höffner in Angriff zu nehmen, lohnt sich für jeden, weil hier gibt es wirklich für jeden eine Chance. Finde deine Leidenschaft. Mach auch du dein Hobby zum Beruf und bewirb dich noch heute unter www.höffner.de/Ausbildung.